Das sieht super aus. Für sie sieht es beruflich gerade gar nicht super aus. Alicia Schneider macht jetzt ein unbezahltes Praktikum, statt zu arbeiten. Spaghetti! Ihre Ausbildung zur Fremdsprachenassistentin konnte Alicia noch erfolgreich abschließen, trotz Corona. Doch die Branche ist vom Virus gebeutelt. Hier im Bildungsunternehmen Dr. Jordan in Fulda bekam sie ein Jobangebot. Doch kurz bevor es losging, sagte ihr der Betrieb plötzlich ab. Also ich bin schon sehr enttäuscht. Ich denke mir halt immer, für was habe ich die Ausbildung gemacht und vor allem mich da hingesetzt, gelernt, wirklich alles auch geschafft und gut bestanden, wenn ich dann doch nichts finde und warum will mich halt keiner, weil ich kann ja eigentlich was und will es auch gerne beweisen. Die Corona-Krise hat das Unternehmen aus Fulda hart getroffen. Viele Seminare und Lehrveranstaltungen mussten abgesagt werden. Eine wichtige Einnahmequelle einfach weg. Geplante Ausbildungsstellen und neue Arbeitsplätze kommen vorerst nicht in Frage. Keine leichte Entscheidung für den Geschäftsführer. Covid-19 hat bei uns schon gewaltige finanzielle Dellen verursacht. Das ist etwa ein Betrag von 60.000, 70.000 Euro im Monat, die fehlen. In anderen Unternehmen sieht es ähnlich schlecht aus. Im August meldeten hessische Betriebe 34.270 Ausbildungsstellen. Mehr als 3.000 weniger im Vergleich zum Vorjahr. Aber es gibt mit 37.610 Azubi-Bewerbern auch etwa 3.000 weniger Interessenten. Kaum ein Unterschied zu 2019, sagt Birgit Scheuerle von der IHK. Zwar sei der Frühling für viele Unternehmen schwer gewesen, aber nicht jede Branche sei gleich hart getroffen worden. Ausbildungsplätze und auch Arbeit sind insbesondere in den Branchen Hotel und Gastronomie, im Bereich Event, aber auch in der Logistik betroffen. Das ist aber von Region zu Region unterschiedlich. Funken der Hoffnung dagegen bei der Firma Bode in Kassel. Hier haben gerade 13 junge Männer und Frauen eine Ausbildung angefangen. Insgesamt schult der Hersteller von Zugtüren aktuell 46 Azubis. Der Geschäftsführer schätzt die Kosten auf über 750.000 Euro. Ich glaube, die Investition in junge Leute, in die Qualifikation, das kann man nicht wirtschaftlich ausdrücken, sondern das ist eine Frage der Unternehmenskultur und diese dann zu integrieren. Das Konzept scheint aufzugehen. Leonie Frank erfüllt sich mit ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau gerade einen Traum. Die 21-Jährige weiß das zu schätzen. Also in der Berufsschule merkt man bei manchen Unternehmen schon, dass es nicht so eine gute Stimmung ist. Es ist einfach durch Corona bedingt. Aber bei uns jetzt hier bei Bode ist es auf jeden Fall, wir haben eine gute Stimmung, weil wir einfach da wirklich abgesichert sind und es ist total toll. Und deswegen haben wir da gar nicht so viel Zweifel jetzt und können auch eigentlich in Ruhe unsere Ausbildung abschließen. Alicia hatte nicht so viel Glück. Parallel zu ihrem unbezahlten Praktikum schaut sie sich nach anderen Stellen um. Die 18-Jährige steht momentan mit leeren Händen da. Sie hat kein festes Einkommen und hohe Fahrtkosten. Trotzdem blickt sie positiv in die Zukunft und hofft, dass sie doch noch fest angestellt wird.